Und ja, ich bin jetzt aktuell in der Situation, dass ich jetzt ab 1. September Arbeitslosengeld 1 beziehe und ich sehe es nicht ein, stattdessen für das gleiche Geld irgendwo in einer Leihfirma anzufangen. Weil Lebenszeit zu verschenken habe ich auch nicht. Guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. An diesem Mittwochmorgen, 9 Uhr, glaube ich, haben wir jetzt. Ich bin gerade auf dem Weg, Milch zu besorgen, für Kaffee. Und da ist mir jetzt ein Thema aufgefallen, über das ich doch mal mit euch reden könnte. Weil ich doch glaube, dass die ein oder anderen in dem Bereich schon mal Erfahrungen gesammelt haben oder vielleicht gerade Erfahrungen sammeln. Und ja, ich bin momentan, auch heute werde ich sehr wahrscheinlich wieder zum Baggersee fahren. Ich bin momentan einfach so gut wie jeden Tag bei dem Wetter am Baggersee. Ich muss einfach sagen, ich habe viel zu viel Zeit zu Hause verbracht und mir tut es einfach so gut, raus in die Sonne gehen und ein bisschen Sonne tanken. Ein bisschen gar baden gehen. Ich war auch gestern wieder am Baggersee. Ja, also mir ist aufgefallen, der Hobokocher funktioniert sehr gut. Er hat eine übelst krasse Hitze durch den Kamineffekt. Es ist so, dass man direkt Fleisch nicht drauf braten kann, weil das Fleisch einfach instant zu Kohlestückchen wird. Die Hitze ist einfach viel zu stark. Aber der Hobokocher in Verbindung mit der gusseisernen Feuerschale von Petromax, die wir ja auch schon auf dem Gaskocher benutzt haben. Ich glaube, das könnte richtig krass funktionieren, weil ich bin der Meinung, dass so ein Hobokocher eine stärkere Hitze entwickeln kann als so ein Gaskocher. War ein Experiment gestern. Die Würstchen sind so, naja, es waren mehr Kohlestückchen als Würstchen, aber es war eine Erfahrung. Ich muss sagen, der Hobokocher an sich mega geil. Aber ich möchte heute nicht über den Hobokocher mit euch reden, sondern über das Thema Verleihfirmen. Und falls ihr mit dem Thema schon mal Erfahrung gesammelt habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr schon mal für eine Verleihfirma gearbeitet? Bei mir ist es ja so, zum 1. März hat mein ehemaliger Arbeitgeber Leute entlassen und unter anderem auch mich wegen Insolvenz. Bin bis Ende August jetzt noch beschäftigt über eine Transfergesellschaft und jetzt steht es für mich eben an, Arbeitslosengeld 1 zu beantragen für die nächsten 12 Monate ab 1. September. Und ich habe bisher auch Stellenvorschläge bekommen von dem Arbeitsamt, aber alles nur Verleihfirmen mit 10 bis 11 Euro auf die Stunde. Und ja, jetzt sieht die Sache so aus, dass ich die nächsten 12 Monate fast sogar mehr Geld kriegen würde als Arbeitslosengeld 1, als ich bei den meisten Verleihfirmen verdienen würde. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich bei einer Verleihfirma anfangen, wenn ich Arbeitslosengeld 1 das gleiche Geld kriege? Warum sollte ich nicht die nächsten 12 Monate ausnutzen, Arbeitslosengeld 1 kassieren und meine Freizeit genießen und die Zeit nutzen, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu finden, der nicht über eine Verleihfirma läuft? Warum sollte ich das nicht so machen? Warum sollte ich jetzt hingehen, Bub, ich bewerbe mich jetzt bei der nächstbesten Verleihfirma fürs gleiche Geld. Hauptsache, ich bin nicht mehr arbeitslos. Sehe ich irgendwo nicht ein. Vor allem, ich verstehe dieses System nicht mit dieser Verleihfirma. Die Firmen, die sich Leiharbeiter buchen oder mieten, sagen wir jetzt mal, also ausleihen, das heißt auch Verleihfirma, die bezahlen für den Arbeiter, für den Leiharbeiter ziemlich viel Stundenlohn, teilweise bis zu 40 Euro auf die Stunde, je nach Ausbildung. Und der Leiharbeiter sieht vielleicht im besten Fall 14 bis 16 Euro auf die Stunde. Im besten Fall. Wie kann das sein? Auch Leiharbeiter sind quasi an den Tarifvertrag gebunden. Der nennt sich, oh je, IGZ. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es einen speziellen Leiharbeiter-Tarifvertrag und der ist einfach ein Witz. Ich kann nicht verstehen, wie man für gleiche Arbeit weniger Geld kriegen soll. Vor allem die Verleihfirmen würden immer noch Gewinn machen, wenn sie den Leiharbeitern
anständigen Lohn bezahlen würden. Wenn man sagen würde, okay, in der Firma, wo der Leiharbeiter angestellt ist, verdienen die Mitarbeiter 14,50 Euro. Warum kann man nicht sagen, okay, der Leiharbeiter kriegt ebenfalls 14,50 Euro? Er muss ja die gleiche Arbeit machen. Vielleicht nicht am Anfang, vielleicht die ersten Monate, wenn ein Leiharbeiter angelernt werden muss, dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber dann sollte ein Leiharbeiter, wenn er die gleiche Arbeit machen muss wie ein Festangestellter, auch das gleiche Geld kriegen. Die Leiharbeitsfirmen würden trotzdem noch mega Gewinn machen. Klar, so eine Verleihfirma muss auch bezahlt werden. Aber die kriegen richtig Geld für die Leiharbeiter. Und wenn Leiharbeiter übernommen wird, dann kriegen die noch eine Übernahmepauschale von teilweise mehreren tausend Euro, wo die Firma an die Verleihfirma zahlen muss, um diesen Leiharbeiter fest einzustellen. Das ist schon mal einer der Gründe, warum manche Firmen sagen, sie übernehmen die Leiharbeiter gar nicht. Klar, ein Leiharbeiter ist ein praktischer Arbeiter. Für eine Firma bedeutet das, diesen Arbeiter können wir jederzeit von heute auf morgen vor die Türe setzen. Mit einem Festangestellten geht das nicht. Aber ich glaube, dieses Ausbeuten der Verleihfirmen ist in Deutschland so Mode geworden, dass viele Firmen, ich habe zum Glück noch nicht in so einer Firma gearbeitet, aber es gibt Firmen, die haben mehr Leiharbeiter als Festangestellte. Es sollte eine gesetzliche Obergrenze geben bei einer Betriebsgröße von so und so vielen Leuten, maximal so und so viel Prozent Leiharbeiter. Man hat vor ein paar Jahren ja schon das Gesetz geändert, dass man sagt, okay, Leiharbeiter muss nach, ich glaube, 3 Jahren sind es, übernommen werden oder er darf den Einsatz in dem Betrieb verweigern. Dieses Gesetz gibt es, aber das ist noch nicht so lange. Und da gibt es eben viele Firmen, die sagen, wir stellen uns einfach alle 3 Jahre neue Leiharbeiter ein. Gibt es. Leider zu viele. Weil es denen einfach zu leicht gemacht wird. Und ich muss sagen, ich sehe es nicht ein, fürs gleiche Geld, was ich Arbeitslosengeld 1 kriegen würde, irgendwo als Leiharbeiter anfangen zu müssen. In der Regel wird man als Leiharbeiter scheiße behandelt. Man ist eine Nummer. Das heißt, du hast das zu tun, was ein Festangestellter nicht machen will. Ein Festangestellter kommt, und wenn ein Festangestellter Arbeit zu tun hat, die ihm nicht passt, gibt er das dem Leiharbeiter. Und wenn der Leiharbeiter das nicht macht, kann er sich verpissen. Und ich muss sagen, das ist eine ganz ekelhafte Arbeitspolitik. Nicht alle Firmen sind so, ja. Mein letzter Arbeitgeber war da auch nicht so, aber ich habe auch genug andere Firmen erlebt, die das sehr gerne ausnutzen. Und du kannst vorher nicht wissen, in was für einem Betrieb du landest. Wie sind so eure Erfahrungen mit dem Thema Verleihfirma? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Firmen, Produktionsmitarbeiter, gar nicht mehr neu einstellen, sondern nur noch über Verleihfirmen dann die Leiharbeiter übernehmen. Das heißt, man kommt als Produktionsmitarbeiter in manche Firmen gar nicht mehr rein, ohne vorher mindestens 2 Jahre oder so als Leiharbeiter dort gearbeitet zu haben. Und das finde ich ist wirklich, wirklich tragisch. Man sieht das, ich habe schon erlebt, ich habe mich in einer Firma beworben, habe eine Absage bekommen und habe 2 Monate später in der gleichen Firma als Leiharbeiter angefangen. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Klar, Leiharbeiter sind praktisch für eine Firma. Wenn die Auftragslage am Ende des Jahres zurückgeht, dann schickt man die Leiharbeiter nach Hause. Man hat keine Arbeiter, die man vielleicht nicht mehr beschäftigen kann, aber es ist zu übertrieben geworden. Und ja, ich bin jetzt aktuell in der Situation, dass ich jetzt ab 1. September Arbeitslosengeld 1 beziehe und ich sehe es nicht ein, stattdessen für das gleiche Geld irgendwo in einer Leihfirma anzufangen. Weil Lebenszeit zu verschenken habe ich ja auch nicht. Die Bremsen müssen inzwischen auch gut eingefahren sein, also man kann da jetzt auch richtig ordentlich Schmackes geben. Die Bremsen von der Aerox ziehen Alter. Ich habe bisher ohne Scheiß noch nicht mal die JetForce hatte, so krasse Bremsen wie die Aerox. Und die Bremsen sind hier original, kein Oversize oder sowas. Deswegen verstehe ich nicht, warum manche Leute sagen, hey Infi, hol dir doch vorne eine Oversize-Bremsscheibe. Warum soll ich 200 Euro für eine Oversize-Bremsscheibe ausgeben, wenn der Roller keine 70 läuft? Und original schon überkrass Bremswirkung hat.
aktuell mit dem neuen Kolben, die Leistungsentfaltung ist noch nicht so mega. Boah, Leute. Danke. Seht ihr, der Roller ist einfach so scheiße leise, dass die Fahrradfahrer mich nicht hören, wenn ich hinter ihnen fahre. Ist das nicht geil? Mein Roller ist so leise, aber das glaubt mir kein Mensch. Vor allem meine Hupe geht halt nicht, meine scheiße Hupe geht nicht. Ich muss gucken, dass die Hupe funktioniert. Sonst, Alter, ich kann 10 Kilometer hinter den Fahrradfahrern herfahren, weil die mich nicht hören. Mir ist aufgefallen, nachdem mein Opa den Roller umgefahren hat, ist nicht nur vorne das Blinker, was nicht mehr hebt, sondern hier unten zwischen den Beinen, seht ihr das? Hier ist die Innenverkleidung ebenfalls gebrochen. Ist mir jetzt aufgefallen. Ja, Opa, bitte geh in Rente. Bitte geh in Rente. Ja, jetzt ist die Innenverkleidung kaputt und die Verkleidung vom Lenker kaputt. Es ist zum Kotzen, Alter. Andere Leute nicht aufpassen können. Ach, Mann. Ich mache am besten gar nichts mehr. Heute ist wieder ein richtig geiler Tag. Ja, die letzten Tage jeden Tag am Baggersee. Gestern Abend, Alter, meine Haut. An den Schultern, meine Schultern waren richtig rot. Ich habe gedacht, oh nein, hoffentlich kein Sonnenbrand. Habe dann gestern Abend noch die Haut mit Sonnencreme eingecremt. Und ja, heute muss ich sagen, ist alles in Ordnung. Die Haut ist nicht mehr rot. Tut auch nichts weh. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es so eine gute Idee ist, heute wieder an Baggersee zu fahren. Oder ob ich heute die Haut nicht vielleicht ein bisschen schonen lasse. Wollte ja mal gucken, wie ich das mache. Und eine Rollertour nach Kehl wollte ich ja auch noch machen. Was heißt Rollertour? Ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber nach Kehl und von Kehl aus dann über die Schweizer Grenze, sage ich schon. Über die französische Grenze. Das ist, was ich auch so als nächstes Mal vorhätte. Was ich gerne machen würde. Was auch ein interessantes Modell wäre, wenn wir die Aprilia haben. Und die Aprilia läuft alles ordnungsgemäß, legal und so, dass wir dann sagen, hey, wir holen für die Aerox einen anderen Auspuff und gucken einfach mal, wie viel wir bei der Aerox mit dem Originalzylinder an Geschwindigkeit rausholen können. Wäre doch eigentlich auch mal ein interessantes Experiment, oder? Naja, meine Freunde, aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ein kleines, aber feines Video. Heute am Mittwoch gegen 9 Uhr morgens aufgenommen. Oder 9:30 müssten wir jetzt ungefähr haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Mit